Liebe Lofenauerinnen und liebe Lofenauer, das Jahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu. Ein turbulentes Jahr, das uns aufgrund der Corona-Pandemie alles abverlangte und uns immer noch abverlangt. Wir müssen alle Maske tragen, Abstand halten und unsere Kontakte reduzieren. Seit dem 16.12. befinden wir uns nun im sogenannten harten Lockdown und das gesellschaftliche Leben wird heruntergefahren, um die Infektionszahlen wieder auf ein Maß zurückzuführen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. In solchen Zeiten merken wir, dass die schönsten Geschenke nicht die sind, die man in Geschenkpapier einpacken kann. Es wird uns deutlich, wie wertvoll ein freundliches Lächeln ist, wenn man das Lachen aufgrund der Maske nicht mehr sieht oder wie schön sich eine Umarmung anfühlt. Im Namen der gesamten Gemeindeverwaltung wünsche ich Ihnen ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie. Einen besonderen Weihnachtsgruß senden wir auch an alle Freunde in unseren Partnergemeinden Kreischa, Montefeltino und Steinburg. Frohe Weihnachten, Buon Natale, Joyeux Noël. Und vor allem, bitte bleiben Sie gesund. Und nun sehen Sie selbst, was Groß und Klein sich in Lofenau zum Weihnachtsfest wünscht. Wünsche zum Weihnachtsfest von großen und kleinen Lofenauer Einwohnerinnen und Einwohnern. Hoffnung, Achtsamkeit und dass das Christkind Frieden bringt, wünschen sich die Kinder des Horts. Die Kinder der Waldgruppe des Kindergarten Brunnengasse wünschen sich ein Weihnachtskuscheltier und eines wünscht sich Flügel, ja richtige Engelsflügel. Ein anderes wiederum sagt, die Wünsche, die darf man doch nicht verraten, sonst gehen sie nicht in Erfüllung. Freundschaft und Zusammenhalt, das wünschen sich die 3- bis 4-Jährigen des Kindergarten Kirchhaldenpfad. Die Klasse 1 der Grundschule hat ihre Wünsche auf Bildern festgehalten. Die Klasse 3, die wünscht sich Glück. Vor allem ein Weihnachtsfest ohne Corona und auch weniger Hausaufgaben. Die Jugendfeuerwehr, ja, die wünscht sich, dass in 2021 wieder ganz normal die Jugendproben stattfinden können, dass die Familie gesund bleibt und einen guten Gruppenzusammenhalt trotz der momentanen Situation. Die Wiesengruppe des Kindergarten Brunnengassen, die wünschen sich einen lebendigen Regenbogen, Schnee und einen Frisierkopf von Anna und Elsa. Der Bürgerclub, der wünscht sich für sich selbst Gesundheit und ein Corona-freies neues Jahr ohne Einschränkungen im Alltag mit neuen Aktivitäten für die Dorfgemeinschaft. 5- bis 6-Jährige der Kindergarten Kirchhaltenpfad, die wünschen sich, dass man sich gegenseitig hilft. Frohe Weihnachten wünscht auch der Bauhof. Friede für die Welt, ein beschauliches Weihnachtsfest, Zuversicht und Geborgenheit für alle Menschen auf Erden. Ja, das wünschen die Kolibris. Viele schöne Momente mit der Familie wünscht auch die Ganztagesgruppe der Krippengruppe Kirchhaldenpfad. Die Kinder mit den verlängerten Öffnungszeiten der Krippengruppe, die wünschen sich einen schönen Tannenbaum. Ein anderes wünscht sich Gesundheit und ein anderes wiederum, dass man mit seinen Freunden wieder spielen kann. Die Klasse 2 der Grundschule, die wünscht sich vor allem, dass Covid-19 weggeht und alle Kinder wieder miteinander spielen können. Die Lehrerin wünscht sich für die ganzen Schüler, dass sie trotz dieser schweren Zeit in der Schule sich wohlfühlen und gerne kommen und lernen. Dass sie trotz aller Einschränkungen mal gerne auf ihre Grundschulzeit zurückschauen. Viele dieser Geschenke lassen sich nicht in Geschenkpapier einpacken.